wird er wohl nicht mehr. Ja, bleibt nur zu hoffen, dass die Buchsbaumzünsler nicht noch weiter wandern, nach Schloss Hof zum Beispiel, nahe der slowakischen Grenze, wo Prinz Eugen seinerzeit die modernste und technisch aufwendigst gestaltete barocke Gartenanlage des Habsburger Reiches errichten hat lassen. Schriftsteller Alfred Komarek hat den Schlossgarten für uns aufgespürt. Schloss Hof, der prächtige Garten, Bühne für ländlich heitere Feste des Prinzen Eugen. Da leuchten die alten Farben wieder. Und unser einer geniert sich fast ein bisschen für die doch recht sachlich gewordene Gegenwart. Zeit für eine Zeitreise, nicht wahr? Zweispännig, natürlich. Wir starten doch. Mit zwei Pferdestärken lässt sich die Weitläufigkeit des Schlossgartens, der über 7 Terrassen bis hin zur March absteigt, gemütlich erkunden. Schloss Hof bietet aber auch seltene Tierrassen, wie diese österreichisch-ungarischen Esel. Mächtige Brunnenanlagen, eindrucksvolle Skulpturen und barocke bunte Pflanzen malen hier ein besonders barockes Gartenbild. Frau Zach, überall wird umgepflanzt. Ist hier mitten im Frühling der Sommer ausgebrochen? Nein, wir haben jetzt die Eisheiligen abgewartet. Mitte Mai beginnt in Schloss Hof die Wechselbepflanzung. Das heißt, die Zwiebelpflanzen, die verblühten Narzissen, Tulpen und Kaiserkronen kommen heraus und an die 45.000 Sommerblumen werden neu gepflanzt. Und auf welche Blumen darf man sich da besonders freuen? Zum Beispiel Stockrosen, Tabakpflanzen, aber auch Tagetes und Ringelblumen. Dieser große Garten, 7 Terrassen zur March hin, allzu idyllisch darf man sich Ihren Beruf als Landschaftsgärtnerin vermutlich nicht vorstellen. Nicht unbedingt idyllisch, aber es ist eine große Herausforderung. In den letzten 9 Jahren wurden die barocken Terrassen originalgetreu wiederhergestellt. Am Wochenende gibt es für die Liebhaber barocker Gartenkultur die Gartentage auf Schloss Hof. Es gibt im barocken Meierhof exquisite Qualitätsanbieter von heimischen und auch exotischen Pflanzen. Dann gibt es eine Pflanzentauschbörse. Etwa 50 Hektar ist der Schlosspark groß. Immer wieder kann man neue Sehenswürdigkeiten entdecken. Also gut, Schluss mit Kutsche und schönen Damen. Aber Schloss Hof lädt ja zum Wiederkommen ein. Für viele lustvolle Zeitreisen. Lust auf mehr macht morgen auch das Wetter. Bis zu 28 Grad erwarten wir. Die Details gleich. Ihnen noch einen wundervollen Abend. Bis bald.